Herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir das Potenzieren von Potenzen. Das zugehörige Skript findest du bei meiner Homepage. Zu Beginn wiederholen wir das Multiplizieren und Dividieren von Potenzen. Potenzen mit derselben Basis werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert. Sprich, a hoch 7 mal a hoch 9 ergibt a hoch 7 plus 9. Also a hoch 16. Potenzen mit derselben Basis werden dividiert, indem man die Hochzahlen subtrahiert. X hoch 20 durch x hoch 12 ergibt x hoch 20 minus 12, also x hoch 8. Wie könnte man das noch aufschreiben, x hoch 20 durch x hoch 12. Man könnte auch diese x hoch 12 hier unten wegkürzen und 20 minus 12 rechnen. Dann bleiben oben noch 8x übrig, also x hoch 8. Ergebnis ist x hoch 8. Nun kommen wir zum Hauptthema, das Potenzieren von Potenzen. Potenzen werden potenziert, indem man die Exponenten, also die Hochzahlen, multipliziert. A hoch n hoch m ist a hoch n mal m. X hoch 4 hoch 2, die Hochzahlen werden multipliziert, ist x hoch 4 mal 2 und das Ganze ist x hoch 8. B hoch 3 hoch 5 mal b hoch 7 hoch 3. Wir haben eine Kombination jetzt aus zwei Potenzregeln. Zuerst potenzieren wir beide Klammern. B hoch 3 hoch 5 ist b hoch 15 mal b hoch 7 hoch 3, b hoch 21. Die Hochzahlen werden multipliziert. Jetzt multiplizieren wir die beiden Potenzen und addieren die Hochzahlen. 15 plus 21 ist 36. Weitere Potenzregeln. In der Klammer a mal b hoch n ergibt a hoch n mal b hoch n. Sprich, die Hochzahl bezieht sich auf jeden einzelnen Faktor. Bei der Division ist das ähnlich. Und das wenden wir jetzt auch bei Beispielen an. Hoch 3 bezieht sich auf den Dreier, auf a hoch 6, auf b hoch 2. Wir erhalten 3 hoch 3, a hoch 6 hoch 3, also 6 mal 3, a hoch 18 und b hoch 6, wegen 2 mal 3. 3 hoch 3 sind 27, a hoch 18, b hoch 6. Dasselbe mit einem Bruch. Das hoch 2 bezieht sich auf den gesamten Zähler und auf den gesamten Nenner. Wir erhalten 3 hoch 2 ist 9, a hoch 5 hoch 2 ist a hoch 10, minus 2 hoch 2 ist plus 4, b hoch 8. Und das ist das Ergebnis. Beispiel 1. Vereinfache so weit wie möglich. Zuerst die beiden Klammern vereinfachen. 9a hoch 6b hoch 8. Weil sich dieses hoch 2 auf jeden einzelnen Teil bezieht. Und Potenzen werden potenziert, indem man die Hochzahlen ja multipliziert. Nächste Klammer. 2 hoch 3 ist 8. A hoch 4 hoch 3, also a hoch 4 mal 3 ist a hoch 12 und b hoch 15. Jetzt multiplizieren wir diese Rechnung. 9 mal 8 ist 72, a hoch 18 und b hoch 23. Beispiel 2, eine Kombination jetzt auch mit addieren und subtrahieren. Zuerst die Klammern vereinfachen. Wir erhalten minus 8e hoch 9
plus f hoch 6 minus f hoch 6 plus g hoch 3 minus minus 27 e hoch 9. Letzte Klammer noch auflösen. Minus 8 e hoch 9 plus f hoch 6 minus 5 f hoch 6 plus g hoch 3 plus 27 e hoch 9. Und wir dürfen nun Potenzen mit der gleichen Basis und gleichen Hochzahl addieren bzw. subtrahieren. Minus 8 e hoch 9 plus 27 e hoch 9 sind 19 e hoch 9. F hoch 6 minus 5 f hoch 6 sind minus 4 f hoch 6, 1 minus 5 plus g hoch 3. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Erklärungen behilflich sein. Es würde mich freuen, wenn du mich bei meinem Projekt unterstützt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann!